meine Damen und Herren. Wir improvisieren einfach mal, weil der Physio hatte es mir schon gesagt, das sieht nicht gut aus für seine Sehne. Und deshalb wollen wir nicht zu viele Schritte laufen und machen das jetzt mal ausnahmsweise hier. Mann, Marc, was ist da los gewesen? Die Sehne weg ein bisschen. Sah nicht gut aus, oder? Nee, hat sich auch nicht gut angefühlt. Ich habe seit über einem halben Jahr Achillessehnenprobleme. Das ist ein bisschen hochgehandelt in die Wade und es war eigentlich nie so schlimm, aber heute bei 18 Beide bin ich einfach falsch aufgekommen. Und dann habe ich gemerkt, wie es mir reingezogen hat. Ich hätte eigentlich aufgeben sollen, aber ich dachte, wenn ich noch irgendwie mit zwei, drei unfairen Bällen gewinnen kann, probiere ich das. Tut mir auch leid für Fabi, dass ich zwei, drei Mal falsch aufgeschlagen habe. Aber ich habe einfach alles probiert. Diesen Satz hätte ich definitiv nicht spielen können. Und ich kann mich leider gar nicht freuen, weil ich sehr traurig bin gerade. Erstmal für die Ehrlichkeit ein großes Applaus hier von Marc Zübler, bitte. Marc, wir kennen uns jetzt so lange. Ich muss sagen, das ist wahre Größe, dass du auch in dieser Situation sagst, das war nicht ganz fair von mir, aber man hat es ja gesehen, du konntest nicht mehr wirklich laufen. Vorher war auch schon so ein bisschen Ärger. Fabian, müssen wir sagen, der war heute eigentlich auch wirklich gut. Müssen wir noch mal loben, oder? Ja klar, ich kann es nicht oft genug sagen. Fabian ist der Erste, muss man fast sagen, seit mir. Wir sind 10, 11 Jahre auseinander, ist der Erste seit mir, der es schafft, mit so jungen Jahren wirklich Erwachsenen-Wettbewerben zu spielen. Er ist unglaublich konstant. Auf den internationalen Turnieren schafft er es regelmäßig durch die Quali und die Leute, die er schlagen kann, schlägt er auch. Wenn man ihn sieht, denkt man manchmal, er ist der erfahrene alte Hase, weil er so ruhig ist und unglaublich professionell trainiert. Das macht riesen Spaß mit ihm in Saarbrücken und ich bin mir sicher, dass er hier die nächsten 10 Jahre das Ding rocken wird. Und ich glaube, dass ich ihm heute noch eine Lektion in Abgebrühtheit erteilen konnte, nächstes Jahr. Und macht er es dann vielleicht mit mir. Hat er noch den alten Rekord mit 8-mal deutscher Meister werden eingestellt. Wir werden jetzt ganz schnell, damit er dann schnell wieder in die medizinische Abteilung kann, die Siegerehrung machen. Euren riesengroßen Applaus für den Spieler Deutschlands, Marc Zwiebler.